Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Rock of Ages. Ab in den Himmel geht's, nachdem wir Michael Lang gemacht haben. Nicht Michael Lang, das klingt ja wie ein Name, sondern Michael hat platt gemacht. Alles klar, verwundbarer Punkt ist überall. Man war das hässliche Viech platt, was aussieht wie aus Bayonetta. Okay. Aha. Shit. Ah, jetzt ist er da oben und jetzt können wir ihn in den Rücken ballern, oder? Solange er da oben ist, zumindest. Nicht? Ich habe ihn gehittet, aber es hat nichts gemacht, kein Damage. Ich habe ihn doch wieder gehittet. Ich denke, sein verwundbarer Punkt ist überall. Also ganz überall ist sein verwundbarer Punkt wohl nicht. Gehen wir da ein. Und dann müssen wir jetzt... Verdammte Scheiße. Die Plattform ist viel zu schnell, ey. Gott, ist das Ding hässlich. Natürlich bläst er dann, wenn die Plattform kommt und nicht sonst. The fuck war das jetzt? Ich habe das schon mal geschafft, aber es wäre halt so viel angenehmer, wenn man halt einfach die Kanonen nutzen könnte, um ihn zu schaden. Ins Gesicht, ey. Über die Kanone. Ich habe leider auch nicht mehr viel Leben. Ja, jetzt kommt Heslon geflogen. Wir müssen theoretisch halt so eine Plattform erreichen, bevor Blase bereit ist. Dass ich sowas sage. Gut, er hat zu früh geblasen. Und ins Gesicht. Weg mit der Scheiße. Geht. La Rochelle. Oh, yeah.
Alles klar. Okay, Map. Hier ist ein guter Spot für Minen. Da machen wir auch. Okay, nichts weiter, wir starten mit Sonnenball. Der ist vor mir dran. Ist klar. Okay, da wäre ein Schlüssel, den haben wir aber schon. Irgendeinen Schlüssel hatten wir hier auch wieder nicht. Habe ich keinen gesehen? Epische Musik hier. Der Shit. Okay. Da hoch sind wir auf jeden Fall gekommen, aber dann nicht weiter. Hätte man schon schaffen können, natürlich. Da oben war auch ein Schlüssel, den haben wir aber auch. Ha. Es sind halt immer die, wo man schwer rankommt oder wo so versteckt sind, die ich nicht sehe, ne? Hier ein Ballönchen hin. Da auch. Da auch. Überall Ballönchen. So, hier waren wir noch einmal aufbauen. So was, was. Die sind doch sehr gut. Da kann man halt Schaden machen ohne Ende, wenn der Gegner da reingeht. Und los geht's. Das war ein bisschen zu krasser Speed. Cooler Hintergrund hier. Schön, schick. Hat man selten Zeit darauf zu achten. Ich sollte auch gucken, dass ich nicht zu viel Zeit verliere. Nicht so auf den Schlüssel geiern. Da hinten wäre er gewesen. Ja, sieh ja mal an. Er hat aber eine Menge in den Weg gestellt. Ist der draufgegangen? Ich glaube, der ist draufgegangen, der Gegner. Wir haben jetzt leider die äußere Hülle verloren. Gut, momentan steht es mit uns gar nicht mal so schlecht, sage ich jetzt mal, ne? Vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal kaputt. Ach shit. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufs Geld geachtet.
Ja, wenn wir ihn kaputt kriegen, dann würde ich sagen, hätte ich jetzt den Engelsball genutzt, ne? Also, beziehungsweise hier ohnehin gemacht. Aber kann ich mir jetzt nicht leisten. Cool, gut abgeprallt. Das hat verhindert, dass ich abstürze und war in passabler Geschwindigkeit, ne? Klar, der obere Weg ist schneller hier, aber ich weiß nicht, ob er wirklich besser ist. Es ist auch schwerer, darauf zu bleiben. Hier ist das Haupthindernis halt diese beschissenen Stufen. Aber wenn ich hier hochgehe, da kommt dann der Schlüssel, richtig? Den Sprung schaffe ich nicht. Doch. Aber hier oben war der Schlüssel nicht, ne? Ich bin eins zu spät. Ah, hier war der andere. Machen wir den Typen platt. Sehr schön. Madrid, schauen wir, was uns da erwartet. Napoleon in Madrid. Okay. Oh, okay. Minen, 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 Minen. Dahin. Immer schön hinter die Felsen setzen, damit es wirklich scheiße ist, dahin zu kommen. Wir haben jetzt auch so ein krasses Schiff. Schießt die stärksten Schüsse. Aber ich will mit unserem Sonnenball starten. Was wir auch freigeschaltet haben und so weiter, ist der Teerball zum Beispiel. Wenn man da springt, dann hinterlässt man halt so eine Pfütze und da kann der Gegner nicht bauen. Ja. Eigentlich ist es im Singleplayer hier nur bedingt nützlich, sage ich jetzt mal. Ne? Okay, das tat schon ganz schön weh. Wir haben nicht mehr viel Flammenmacht an uns. Wir haben keine Flammenmacht mehr. Das ist ärgerlich. Sehr betrüblich. Da ist ein Schlüssel. Ich bin eigentlich gesprungen, aber ich kann nicht richtig springen scheinbar. Sowas hin. Haben auf jeden Fall mal diese krassen Schiffe. Die sind natürlich schweineteuer. Wie viel kostet der Engelsball? Weiß ich nicht genau. Ich würde das nämlich schon gerne probieren.
den Schlüssel zu holen. Wir wissen, wo er ist. Aber vermutlich kriege ich ihn trotzdem nicht. Engels bei 900 kostet mehr. Das ist. Da haben wir dann so einen Doppelsprung. Ich hoffe nicht einmalig, das dürfte wiederkommen, oder? Vielleicht war es doch einmalig. Das ist ärgerlich. ...900 aus dem Fenster geworfen, aber richtig hart. Erreichen wir es auch so? Ne, keine Chance. Schiffe, Schiffe! Fuck. Das tut weh. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie... Wenn ich bin vor ihm draußen. Okay, jetzt ist er unterwegs, der Wichser. Dass ich damals an den Schlüssel mal rangekommen bin, war ja wohl auch wahrscheinlich einfach nur Glück. So in etwa wie das hier. Letztens bin ich leider trotzdem runtergefallen. Aber es dürfte trotzdem laufen. Schlüssel gesammelt, ohne Doppelsprung. Shit, aber dafür alle Speed verloren. Anlauf dem. Weil ich fürchte, wenn ich nicht genug Kraft habe, dann wird es nicht lang. Hat gerannt, jawohl. Nice. Es sind nicht mehr arg viele, nur noch drei Stück, wie wir sehen. Und die sehen wir dann in der nächsten Folge. Haut rein!